Ja, ich darf euch heute wieder herzlich begrüßen zum nächsten Talk, Joktor Crashkurs von Richard Weinberger. Eine Tour durch das Joktor Ökosystem. Richard Weinberger ist ein Co-Founder von der Sigma Star GmbH, tätig im Bereich, also im Linux-Umfeld. Im Bereich Kernel, Security und Low-Level-Komponenten. Richard Weinberger ist auch selber direkt an der Linux-Kernel-Entwicklung beteiligt und hat dadurch einen besonders guten Einblick und wird uns jetzt dann einen Überblick geben über das Joktor-Ökosystem. Wenn Fragen werde, wird es auch im Anschluss an diesen Vortrag geben. Bitte auch schon im IRC die zu stellen. Ich werde es dann auch weitergeben. Weiters wird es dann auch noch eine kleine Verlängerung im Jitsi geben, im Raum Joktor, wo dann noch ein paar Live-Coding-Beispiele gezeigt werden. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß mit dem Vortrag zu wünschen. Bitte, Richard. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie bereits angekündigt, es geht um Joktor. Ich muss mich gleich mal anfangen entschuldigen. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich meinen Bildschirm nicht teilen kann, weil eigentlich hätte ich nämlich diesen Vortrag ausgelegt als etwas mehr live, dass ich eben die Dinge, die ich in den Folien habe, auch gleich an meiner Konsole zeige. Das wird das nicht der Fall sein. Ich werde jetzt vorher quasi einen Theorieteil machen und anschließend können wir uns noch im Raum Jitsi treffen, also im Raum Joktor von Jitsi treffen und da kann ich dann meinen Bildschirm teilen und auch die Dinge zeigen, über die ich spreche oder auch näher auf eure Fragen eingehen. Also, wer noch einmal Lust hat, ich bin bereit. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin Richard Weinberger. Ich mache eben beruflich sehr viel Linux-Entwicklung und habe in dem Zuge auch viel zu tun mit Joktor. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal schön, wenn ich mal ein bisschen auf Joktor eingehe. Ganz kurz, was wird uns jetzt in den nächsten paar Minuten erwarten? Ich werde kurz über die Ziele von diesem Tag sprechen und vor allem die Nichtziele. Dann, warum man Joktor überhaupt verwenden will oder nicht. Dann Joktor, was es eigentlich ist. Und als Beispiel das Raspberry Pi. Ich werde euch zeigen, wie ihr Joktor verwenden könnt, um damit ein Image für das Raspberry Pi zu generieren. Wie gesagt, das können wir dann auch gerne vertiefen später im Jitsi. Dann werde ich auch noch ein paar Best Practices geben, also Dinge, die man beachten sollte. Und ganz wichtig, eine Reading List mit vielen Links, wo man sich dann in die Joktor-Doku einlesen kann, wo man dann auch hoffentlich nach dem Vortrag besser weiß, wo es lang geht. Weil Joktor ist relativ groß und wenn man nicht weiß, wonach suchen, kommt man schnell an der falschen Ecke an. Ja, zuerst einmal, was sind nicht Ziele von dem Vortrag? Ja, ich möchte euch nicht Joktor als die Lösung für alles anpreisen. Das ist nicht das Ziel dieses Vortrags. Leider wird es aktuell oft gemacht, dass Joktor als die Lösung im Bereich Embedded angeboten wird. Was heißt, wenn du Embedded Linux machst, gibt es nur Joktor, sonst gar nichts. Das ist nicht der Fall. Es ist aktuell mehr oder weniger ein Industriestandard, aber es ist nicht die einzige Lösung und je nach Anwendungsfall kann es Sinn machen oder auch nicht. In meinem Fall ist es so, ich habe mit Joktor beruflich viel zu tun, weil es einfach viele Kunden einsetzen. Dann habe ich mir auch vor ein paar Jahren Joktor anschauen müssen, aber je nachdem, es macht oft Sinn und oft auch nicht. Ich kann auch jetzt auch keine komplette Doku oder Intro geben zu Joktor. Ihr werdet selbst noch sehr viel Doku lesen müssen. Ich werde auch sehr viele Dinge in dem Vortrag nicht ansprechen können. Es sind 40 Minuten und da geht sich halt nur ein ganz grober Überblick aus. Aber nun viel spannender, was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass ihr mal Joktor gesehen habt. Also das Zielpublikum sollten Leute sein, die Joktor noch nie verwendet haben, aber schon mal davon gehört haben und einfach mal sehen wollen, was denn das ist und wenn man sich darin einlesen wollen würde, wo man denn da am besten anfängt.
auch so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie Jokta ungefähr tickt und ganz wichtig, zu wissen, wonach man denn suchen will. Wir werden gleich in den nächsten Folien dann hören, Jokto beschreibt nämlich nur das Projekt und es hat nämlich sehr viele Teilprojekte und wenn man nach den falschen Dingen sucht, dann kommt man nicht recht weiter oder wenn man die Doku liest, dann weiß man nicht, was gemeint ist. Es kommen Begriffe vor wie Bitbag, Open Embedded und da muss man wissen, was man will. Aber lass uns mal am Anfang beginnen. Warum will man überhaupt Jokto haben? Wie ich schon sagte, man braucht es meistens im Bereich von Embedded Linux. Das heißt, man hat ein Embedded-Gerät, das kann man fertig gekauft haben oder selbst entwickelt haben und da will man natürlich auch mal Software drauf betreiben und eben auch ein Betriebssystem haben. Dann ist die erste Frage, kann man drauf vielleicht bereits eine normale Linux-Distribution betreiben oder auch was anderes wie ein FreeBSD oder ein Realtime-OS, je nachdem. Wenn man das bereits kann, dann kann man sich Jokto sparen und braucht es nicht. Jedoch ist es oft der Fall, dass man gerade bei einem Embedded-Gerät muss man das Betriebssystem dahingehend anpassen, dass es auf dem Board, also der Hardware, auch überhaupt funktioniert. Kann sein, dass man eine spezielle CPU-Architektur hat oder ähnliches, aber meistens heißt halt Embedded, ich habe etwas Custom angefertigt und muss dann halt auch das Betriebssystem dahingehend anpassen. Ja, warum will man denn dann sein eigenes Linux haben? Weil, wie gesagt, auf einem Raspberry Pi läuft ja auch schon mehr oder weniger ein Debian Linux. Oder wenn man sich jetzt sonst ein ARM-basiertes Board besorgt, dann kann man da auch ein Debian relativ schmerzfrei betreiben. Aber eben, wenn man hat Embedded, dann hat man oft eigene Anforderungen. Zum Beispiel, man hat einen speziellen Bootloader. Man kommt nicht immer mit dem Bootloader aus, den zum Beispiel ein Debian anbietet. Manchmal hat man spezielle Bootkonzepte, die gewisse Hardware-Komponenten ansteuern müssen. Da muss man schon bereits mal den Bootloader anpassen. Und dann müsste man bereits schon, ich bleibe immer beim Beispiel Debian mal das Bootloader-Paket anpassen, einen eigenen Installer bauen, das ist schon wieder Aufwand. Bei Linux Embedded hat man auch immer einen Device-Tree, der kann bereits Teil sein vom Standard Linux, aber wenn man das Gerät selbst entwickelt hat, muss man mit ziemlicher Sicherheit auch den Device-Tree anpassen. Für die, die es nicht wissen, der Device-Tree ist auf Embedded-Geräten die Komponente, die der Hardware beschreibt. Das heißt, der Device-Tree sagt dem Linux-Kernel, was hat man für einen Interrupt-Controller, wo liegen die Speicherbänke und im Grunde, es beschreibt alle Hardware-Komponenten, die nicht enumerierbar sind. Zum Beispiel ein USB-Bus, der ist einfach enumerierbar. Da kann der Linux-Kernel einfach den Bus fragen, welche Geräte hast du. Aber Low-Level-Komponenten wie auf einem SoC, also einem SOC, die sind nicht enumerierbar, da muss man genau wissen, an folgender Speicheradresse liegt jetzt dieser Controller, an der anderen Speicheradresse liegt andere Controller. Es gibt auch auf Intel-basierten Computern eine Art Device, das ist das ACPI, das Advanced Configuration and Power Management Interface. Aber eben auf Embedded-Geräten hat man Device-Tree und wenn man sich seine Hardware selbst entwickelt, muss man auch seinen eigenen Device-Tree schreiben und der Debian-Installer hat davon keine Ahnung. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, dass man auch seinen eigenen Device-Tree hat. Und man muss leider auch auf den Linux-Kernel anpassen. Je nachdem, wie seine Hardware-Komponente von dem abweicht, was der Standard-Kernel unterstützt, braucht man eigene Treiber. Man muss vielleicht sonstige Low-Level-Komponenten anpassen. Beispiel, wenn man ein Echtzeitsystem hat, dann will man den Echtzeit-Patch anwenden. Oder wenn man ganz obskure Hardware hat, dann wird man vielleicht sein eigenes Treiber-Subsystem erfinden müssen. Und das sind alles Dinge, die man in den Kernel dann reinpatchen muss. Somit hat man schon relativ viele Dinge geändert, die man bei der Standarddistribution auch anpassen müsste. Ist natürlich alles kein Problem, aber wenn man dann am Ende des Tages feststellt, ich muss bei Debian sehr viele Core-Komponenten austauschen und selbst pflegen,
dann kann es dazu führen, dass man am Ende des Tages mehr Arbeit damit hat, Dinge dem Debian-Weg anzupassen und immer hinterher zu laufen, als wie wenn man es gleich selbst machen würde. Also das ist so ein Sweet Point, den man selbst für sich finden muss. Also ich sage so als Hausnummer, wenn man bei einem Debian nur 3-4 Pakete anpassen muss und neu bauen muss, soll man bei Debian bleiben, wenn sonst alles passt. Aber wenn man mehrere Dinge ändern muss und es zieht einen Rattenschwanz nach an Abhängigkeiten, dann sollte man vielleicht zu Yocto wechseln. Als Beispiel, wenn man wirklich eine Core-Komponente ändert, zum Beispiel die libc, Qt oder den xorg. Wenn man so ein Paket massiv ändert, dann muss man auch bei Debian alle Abhängigkeiten neu bauen. Dann muss man natürlich auch bei jedem Update von Debian das wieder neu bauen. Und dann rennt man den immer hinterher und hat immer diesen Rattenschwanz an Abhängigkeiten, um die man sich kümmern muss. Oder auch, wenn man spezielle Anforderungen hat an sein Dateisystem. Eine Standard-Linux-Distribution geht davon aus, man hat sein Root-File-System, das ist in der Regel ein Ext oder ein Bat-FS, und das kann man lesen und schreiben. Das geht davon aus, dass die Festplatte, die SSD oder die SD-Karte damit umgehen kann. Man kann aber je nach Embedded-Gerät komplett andere Speichermedien haben, wo man zum Beispiel nur lesen kann. Dann braucht man ein Read-Only-FS, zum Beispiel ein Scratch-FS oder ein Aero-FS. Und da wird es dann schon sehr, sehr schwierig. Oder wenn man das Gerät dementsprechend absichern will, dass alles, was am Gerät geschrieben ist, verschlüsselt und auch authentifiziert ist. Wenn man wirklich eine komplette Chain of Trust haben will, ausgehend vom Bootloader. Wenn man keine einzige Komponente am System austauschen kann, wenn sie nicht genauestens geprüft worden ist vorher. Dann macht etwas Sinn, wie zum Beispiel Yocto, dass man sich sein Linux selbst baut. Da hat man dann alle Freiheiten. Weiters kommt es halt oft vor, dass man gewisse Komponenten, die beim Standard Linux dabei sind, auf seinem Gerät nicht haben will. Beispiel Komponenten, die unter der GPL V3 sind. Das ist jetzt für Normalanwender völlig egal, aber als Anbieter oder als jemand, der Geräte verkauft, die Linux-basiert sind, kann die GPL V3 ein Problem sein oder nicht Problem, es kann etwas sein, mit dem man sich nicht wirklich beschäftigen will, weil die GPL V3 hat drin einen Passus, dass man jedem die Option und die Möglichkeit bieten muss, die Software, die unter der GPL V3 ist, austauschen zu können. Wenn ich mein Gerät aber komplett verschlüsselt habe und authentifiziert und man bekommt dann nur Code drauf mit dem Primärschlüssel, dann kann man da nicht einfach mal eine Komponente austauschen und man will dann auch nicht jemandem seinen Primärschlüssel geben. Das kann man jetzt gut finden, was die GPL V3 macht oder auch nicht. Ich finde, es ist eigentlich sehr wichtig, dass man jemandem den Weg bietet, die Software tauschen zu können, aber in Realität gibt es doch wieder immer Hersteller, die wollen das genau nicht haben. Und dann ist da auch ein Kriterium für sein eigenes Linux-System, dass man gewisse Lizenzen nicht drin haben will. Oder auch der Upgrade-Mechanismus. Je nachdem, wie man sein System aktuell halten will, hat man seinen eigenen Upgrade-Mechanismus oder Recovery-Tooling. Beispiel, wenn du auf deinem Server ein Upgrade fährst und zwischendrin ziehst den Stromstecker, also mittendrin, während der die Pakete austauscht, dann ist danach in der Regel das Linux beim Teufel. Dann geht danach nichts mehr. Bei einem Embedded-Gerät, das im Feld ist und teuer ist, dass man da das, was manuell macht, sollte eigentlich ein Update auch funktionieren, wenn es abgebrochen ist. Da macht man nämlich Recovery. Und da gibt es auch Mittel und Wege, wie man das lösen kann. Und das dann in eine fertige Linux-Distro integrieren, ist meistens mehr Arbeit, als wie wenn man es sich selbst macht mit zum Beispiel Yocto. Das waren mal so grob die Motivationspunkte, warum man denn sein eigenes Linux haben will und nicht etwas quasi von der Stange nimmt. Jetzt etwas recht Wichtiges, und zwar die Nomenklatur. Yocto beschreibt nur das Projekt. Sagt man oft das Yocto-Projekt. Ich höre das hier bei Vortrag, werde ich immer sagen Yocto, meinen tue ich immer das Projekt und die Komponenten, aber je nachdem, mit wem man spricht, wird man da gerne mal darauf hingewiesen, von dem du sprichst, ist ja Open Embedded und nicht Yocto. Das ist so ein bisschen die Diskussion im Linux versus GNU Linux.
Aber es ist auch wichtig, wenn man nämlich im Internet Hilfe sucht, dann muss man wissen, braucht man jetzt eine Hilfe oder eine Doku zu Open Embedded, braucht eine Hilfe zum Beispiel zu Bitbake oder zu Poki. Weil wenn man das nämlich nicht weiß, dann kann man lange suchen und findet genau gar nichts. Also fangen wir mal vorne an. Yocto ist das Projekt. Das Yocto-Projekt verwendet das Build-Framework namens Open Embedded. Open Embedded ist ein Framework, das kann man vergleichen wie mit dem Portage Framework von Gentoo, also von Gentoo Linux. Da hat man ganz viele Beschreibungen von Paketen, wie man die kompiliert und wie die zusammengehören, und da kommt dann am Ende ein Linux-System raus. Und im Open Embedded ist eben ein Weg, wie man das beschreiben kann. Das Open Embedded Framework selbst hat als Build-Tool das Tool namens Bitbake. Darum sagt man bei Yocto auch immer, die Bitbake-Files haben alle die Änderung .bb, das ist eben für Bitbake. Wenn man zum Beispiel jetzt sein eigenes, ich sag mal, Yocto-Rezept schreiben will, also eine Bitbake-Datei, dann muss man wissen, wie die zu schreiben ist, und da muss man nämlich die Bitbake-Doku gelesen haben, um die richtige Syntax zu verwenden. Es hilft nichts, wenn man dann einmal sucht nach Yocto-Syntax, da kommt man vielleicht auch über Irrwege zur Bitbake-Doku, aber wenn ich gleich weiß, das ist Bitbake, dann lese ich die Bitbake-Doku und habe verstanden, wie ein Bitbake-File aufgebaut zu sein hat. Jetzt geht das Yocto-Projekt her und nimmt den Bitbake und Open Embedded und fügt das alles zusammen zu einer Referenzimplementierung von einem Linux-System. Das heißt dann Poki. Das heißt, wenn du das Yocto einmal runterladest, dann ladest du einmal ein Poki-Release herunter. Und Poki kommt eben mit Open Embedded und Bitbake und bereits mit vorkonfigurierten Rezepten und sonstigen, dass man damit sein Linux bauen kann, und das ist Poki. Wenn man zum Beispiel sich entscheiden will, will ich es in meinem Linux ein Systemd haben oder nicht, dann bietet Poki an, dass man das aussucht. Da gibt es nämlich in Poki diverse Variablen, da kann ich auswählen, will ich es Systemd haben oder nicht, weil eben die Poki-Referenzdistro unterstützt Systemd und Sys5 Init. Darum ist es wichtig zu wissen, wenn man Dinge an der Linux-Distribution, die man mit Yocto erstellt, selbst konfigurieren will, muss man die Poki-Doku lesen. Weil eben da stand definiert, ja, es gibt folgende Variablen, da wählst du aus Systemd oder da wählst du aus, willst du das haben, einen Network-Manager oder sonst was, und das kommt von Poki. Da hilft es nichts, wenn man nach einer Bitbake-Doku sucht. So, ich hoffe, das war es halbwegs verständlich. Wichtig ist, Yocto ist das Projekt, das Build-Framework ist Open Embedded, das Build-Tool heißt Bitbake, und quasi alles zusammen, die Referenzimplementierung einer Linux-Distribution, die man mit Yocto generiert, heißt Poki. Ja, nun einmal, was ist eigentlich Yocto? Normalerweise ist es so, es gibt ja Tools ohne Ende, um sich sein eigenes Linux zu bauen. Angefangen von Linux from Scratch oder Buildroot, btxdist, wie sie alle heißen. Oder man nimmt ein Debian und baut es genügend um, dass es auf seiner Hardware geht. Und da haben glauben viele Leute, Yocto ist halt auch eine dieser vielen Distros, die halt zufällig generisch genug ist, dass sie auf vielen Embedded-Geräten geht. Aber das ist nicht der Fall. Yocto hilft dir, dass du deine eigene Distribution generierst. Es gibt so eine Beispiel-Distro, die heißt Poki, die kannst du aber nach Belieben umbauen. Du kannst zum Beispiel von Poki vererben und einfach ein paar Dinge anpassen oder sagen, nein, ich mache sie von null auf selbst, wie ich will. In der Regel reicht es, wenn man von Poki erbt, also darauf aufbaut, weil Poki ist nämlich extrem konfigurierbar. Zum Beispiel, du kannst aussuchen, ob alle Pakete, die du in Poki generierst, Debian-Pakete sind, RPM, IPKG oder nur Tarballs. Oder du kannst sagen, ich generiere mehrere Images. Weil was nicht ganz klar ist bei vielen, ist, viele dieser Tools, die zum Beispiel auf Debian aufsetzen, generieren dir nur ein Image, also halt dann auf deine SD-Karte rauf flasht, und das hast du dann zu verwenden. Yocto generiert dir mehrere Pakete,
aus denen du dann mehrere Images deiner Wahl generieren kannst. Zum Beispiel einmal ein Base-Image, einmal ein Production-Image und einmal ein Debug-Image. Aber das Set an Paketen ist immer das Gleiche. Du kannst auch konfigurieren bei Poki, ob das Image bereits ein Tool enthalten haben soll, um später Pakete nachinstallieren zu können. Zum Beispiel kannst du sagen, ich hätte gerne einen apt-get drauf. Dann kannst du machen apt-get-install und gibst aber dann als Paketquelle an deinen Ordner, wo dir Yocto die Debian-Pakete rausgeneriert hat. Ebenso kann dir Yocto auch ein Software-Development-Kit generieren, also ein SDK, dass man dann später Anwendungen für deine von dir erstellte Distribution ganz einfach kompilieren kann. Ja, das heißt, Yocto ist eben viel mehr als wie nur eine fertige Distro und ein Generator für ein rootfs. Wichtig ist zu wissen, dass du damit deine eigene Distribution erstellen kannst nach deinen Vorstellungen. Das macht es eben sehr flexibel und vor allem für Embedded-Geräte kann man da wirklich dann sein Linux bauen, wie man es eben haben will. Ja, nun lass uns mal anfangen mit den Hauptkomponenten, die man bei Yocto so sieht. Es gibt Layer, es gibt Rezepte, also das sind die Bitbake-File, es gibt Appends, das sind die BB-Append-File, es gibt Klassen und Konfigurationsfiles. Also keine Panik, das klingt jetzt alles sehr viel und kompliziert, aber es macht durchaus Sinn und es ist weniger komplex, als man sich denken würde. Fangen wir mal vorne an. Ein Layer ist im Grunde nur eine Sammlung aus Bitbake-Rezepten, Bitbake-Klassen und Konfigurationsdateien. Zum Beispiel Poki selbst ist auch ein Layer. Oder es gibt Layer, die beinhalten alle Rezepte und Konfigurationsdateien, dass man in sein System einen Browser reinbekommt. Und das Schöne ist nämlich an den Layern, die kann man beliebig aufeinander aufbauen machen. Als Beispiel hat man immer das Thema mit dem Border Support Package. Das heißt, du hast einen Layer, der beinhaltet alle Rezepte und Konfigurationen, dass daraus dann die Core-Komponenten für dein Board generiert werden. Das heißt, ein Border Support Package Layer beinhaltet Rezepte für den Kernel, für den Bootloader, für den Device Tree und all solche Dinge. Das heißt, ein Standard-Setup wäre, du hast einmal den Layer Poki, dann hast du den Layer vom Board Support Package und dann hast du deinen eigenen Layer, weil in deinen eigenen Layer tust du nämlich als Hersteller deine eigenen Anwendungen rein. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur für unseren Raspberry Pi ein Yocto aufbauen, dann braucht man am Anfang keinen Layer von uns selbst, weil wir haben ja keine eigene Anwendung. Aber wenn wir genügend viel an der Konfiguration ändern, dann werden wir unseren eigenen Layer brauchen. Die Layer kann man auch stapeln und haben eine Priorität. Zum Beispiel der Poki-Layer hat drinnen ein Bitbake-Rezept für die Shell, also für Bash. Und wenn man jetzt dieses Bash-Rezept ändern will, zum Beispiel wenn man eine andere Bash-Version haben will oder wenn man es mit anderen Build-Flex bauen will oder einen Batch anwenden, dann geht man nicht her und tut Poki anpassen, sondern man geht her und fügt in seinen eigenen Layer ein Bitbake-Append-File ein, was nur das bestehende Bitbake-Rezept zu Bash ändert. Somit hat man nämlich später die Möglichkeit, den Unterbau, also Poki oder den Board Support Package Layer einfach mal austauschen oder upgraden und muss nur seinen eigenen Layer mitziehen. Oder man kann auch eine neuere Version von einem Paket mitliefern, zum Beispiel eine ganz neue Shell. Weil es ist oft der Fall, dass das, was im BSB-Layer ist, einem zu alt, dann tut man einfach nur in seinem Layer eine neue Version davon rein und dann kann man im Yocto konfigurieren, dass sein Layer die höhere Priorität hat oder dass man sagt, nein, ich will nur, dass dieses eine Paket priorisiert wird. Man kann nämlich die Prioritäten regeln pro Layer, aber auch pro Paket. Und so kann man auch relativ große und komplexe Systeme bauen. Also hier habe ich nur drei Layer aufgezählt, also Poki, BSB und sein eigener. Aber dass man ungefähr 10 bis 15 Layer hat, ist bei einem non-trivialen System oft der Fall. Gerade bei Embedded-Systemen, wo wirklich sehr viele Leute darauf entwickeln, da hat man dann zum Beispiel pro,
pro Entwicklungsabteilung einen Layer. Der eine macht die Komponente Audio, der andere macht die Komponente Peripherie und die hat dann jeweils ihren eigenen Layer. Das ist diese nicht in die Haare kommen, aber die haben immer denselben gemeinsamen Unterbau. Oder du hast mehrere Board-Support-Backcache-Layer. Einmal den Board-Support-Backcache-Layer direkt von dem Hardware-Hersteller, dann einmal noch von deiner internen Hardware-Abteilung für ein Extension-Board. So kann man das halbwegs sauber aufgebaut halten und wird dann der Komplexität Herr. Ja, Rezepte oder auch Bitback-Files, also denkt einfach an Makefiles. Das ist im Grunde ein Makefile, ein bisschen moderner, will ich nicht sagen, aber anders. Im Grunde ganz simpel gesagt, dass das Rezept beschreibt, wie etwas gebaut wird. Aber die Rezepte haben auch Variablen drinnen für Abhängigkeiten. Du kannst definieren, welche Abhängigkeiten werden zur Laufzeit gebraucht und welche Abhängigkeiten braucht man zum Kompilieren, also zum Linken. Du kannst in den Bitpack-Files auch andere Dateien referenzieren. Das heißt, du hast meistens so einen Common-File, die dann inkludierst, oder du kannst nämlich auch von der Bitpack-Klasse vererben. Die Bitpack-Klassen sind im Grunde wie Libraries, wo man gemeinsam einen Code drin speichert. Jetzt eine Besonderheit von Bitpack, es ist eine Kombination aus Shell und Python. Das heißt, du kannst drinnen Dinge schreiben wie in einem Makefile in Shell-Command-Lines, aber du kannst auch Python inline programmieren. Das heißt, du kannst wirklich komplexe Methoden in Python abbilden. Das macht man vor allem in den Bitpack-Klassen, dass darin dann Python-Code ist, der wirklich dann etwas Non-Triviales macht. Dann gehe ich auch zu den Klassen. In die Bitpack-Klassen bieten meistens Code an, der beschreibt, wie man dann wirklich die Bildsysteme von einzelnen Paketen verwendet. Zum Beispiel, es gibt eine Bitpack-Klasse, die beschreibt, wie man zum Beispiel etwas mit CMake baut. Da musst du nämlich nur noch später in deinen Bitpack-File die CMake-Klasse inkludieren, wenn es dein Paket CMake verwendet und wie man dann CMake startet und wirklich damit kompiliert, beschreibt nur noch die Bitpack-Klasse. Dein Rezept muss nur sagen, ich verwende CMake. Das war's dann. Ja, dann, ich habe schon vor kurzem erwähnt, gibt es diese Appends. Das heißt, wenn du ein bestehendes Bitpack-File anpassen willst, dann machst du ein Append. Hier mal als Beispiel einmal ein Append-File namens rngtools_%bbappend. Das heißt, dieses Append-File matcht auf alles, das heißt rngtools_irgendeine-version.bb. Du kannst die Appends auch machen auf eine Version. Zum Beispiel, dass du hast ein Append-File, was nur matcht auf die Version 5.stern. Meistens verwendet man das daher, dass man nämlich einfach Batche anhängt. Es gibt nämlich in Yocto eine Variable, die heißt SourceUri. Darin ist definiert, wo kommt der Source her von einem Paket, der gebaut werden soll. Meistens einfach ein Tarball oder ein Link zum Git. Aber du kannst da auch mehrere Batch-Dateien angeben und diese Batch-Dateien werden dann vor dem Kompilieren angewendet. Und in dem Fall, wenn ich jetzt die RNG-Tools anpassen will mit meinem eigenen Batch, dann habe ich bei mir in meinem Layer nur ein BB-Append-File und eben eine Batch-Datei, wo ich im BB-Append diese Variable Source-URI um meine Batch-Datei erweitere. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal später den Unterbau ändere, kann mir das egal sein, was die da machen, weil ich nur was hinzufüge. Natürlich muss man sicherstellen, dass die neue Version von den RNG-Tools dann auch mit meinem Batch umgehen kann. Aber es ist alles besser, als ob man das gesamte Bitpack-File kopieren würde. So, die Klassen habe ich schon erwähnt. Dann gibt es noch Konfigurationsdateien. Das sind im Grunde Dinge, die beschreiben die Maschine, für die man baut. Zum Beispiel beschreibt einmal das Raspi Version 1, Raspi Version 2 bis 4. Da wird dann auch definiert, was braucht man für einen speziellen Kernel oder was ist das für eine CPU-Architektur. Wir werden es dann sehen, in der Maschinenfile fürs Raspi steht, dass das Raspi ist ein ARM-Prozessor, also muss man davor einen ARM-Compiler bauen. Wir definieren darin auch unsere lokalen Build-Settings, wo liegt der Build-Ordner, wo liegt der Download-Ordner
Und dann haben wir auch Konfigurationsdateien, wo angegeben sind, welche Layer haben wir. So, wie schaut nun so ein typisches Projekt aus? Ich habe mal primär Poki und einen oder mehrere Layer. Dann definiere ich eine Target-Maschine. Wie gesagt, das kann dann sein, einmal als Maschine das Raspberry Pi. Wenn man sich Poke einfach so runterlädt, dann hat man darin Maschinen einmal für das BeagleBone Black und einmal für die virtuelle Maschine für den QEMU. Zum Beispiel, wenn man es haben will, extra als Maschine das Raspberry, dann braucht man eben den Meta-Layer Raspberry. Dann hat man noch einmal ein Target-Image, das heißt, man gibt an, was soll denn bei einem Bild rausfallen? In der Regel eben ein Image. Das heißt, es kann sein ein X4-Image oder ein Darball, einfach irgendwas, mit dem ich dann später in der Produktion etwas anfangen kann. Und man hat dann immer seine lokale Bildkonfiguration. Die Bildkonfiguration ist nämlich immer lokal, weil da gibt man an, wo sind die temporären Ordner, wie viele parallele Compiler-Threads will man denn haben oder wie viel Festplattenspeicher soll frei sein immer und dergleichen. Aber das sind so die vier Komponenten, die man bei jedem Projekt hat. Wie gesagt, die Yocto-Maschine, also diese Maschinenkonfigurationsdatei, die wählt aus, welchen Kernel ich denn verwenden will, den Bootloader und Device Tree, oder man kann auch sagen, wenn diese Maschine ausgewählt ist, dann muss man immer noch folgende Pakete hinzufügen. Klassiker ist eben zum Beispiel beim Raspberry Pi, man braucht statt den Standard-Kernel von Linux braucht man den Raspberry-Kernel. Also das Raspberry hat auch seinen speziellen Bootloader, dann wählt die Raspberry-Maschine das aus. Oder eben bei den maschinenspezifischen Paketen GPU-Treiber vor allem. Wenn man hat irgendeinen obskuren GPU-Treiber, dann will man den nämlich nicht im Image-File definiert haben, sondern den will man haben pro Maschine, weil man will ja nicht immer alles im Image haben, weil du hast nämlich in der Regel viele unterschiedliche Maschinen. Also du hast also als großer Hersteller nicht ein Board, sondern du hast viele Board-Varianten und die brauchen je nachdem auch andere Pakete auswählen. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Maschine definiert auch das Cross-Compile-Target, also ARM, PowerPC und dergleichen oder auch immer TuneFlex. Du kannst sagen, für die Maschine will ich alles optimiert haben auf Größe, dann bauen wir alles mit minus OS oder ich baue mit minus O3. Also alles diese Compiler-Flex gibt man da an. Und als Image ist im Grunde nur ein Set an Paketen, also eine Paketauswahl, und man definiert, was will man dann für ein Output-Format haben. Da kann man angeben, eines oder mehrere. In der Regel wirst du haben ein X4-Image oder einfach nur ein Image, was mit diesem Thumb auf eine SD-Karte schreiben willst. Du kannst natürlich auch deine eigenen Image-Formate definieren. Da ist man ganz offen. So, nun zum Raspberry Pi. Wir haben Glück, es gibt bereits einen Layer fürs Raspberry, das Meta Raspberry. Den findet man auf der Yocto-Webseite. Und der hat schon bereits alles drin, was man braucht, um für sein Raspberry ein Yocto-Projekt zu verwenden. So, das hätte ich eigentlich gerne live gezeigt, aber ich habe es hier mal auf den Folien. Diese Kommandos, die man hier sieht, das sind alles, das man braucht, um auf seinem System ein Raspberry-Image zu bauen mittels Yocto. Das geht davon aus, dass man ein Ubuntu hat. Es geht natürlich mit jeder anderen Distribution auch, aber ich habe hier mal die Abhängigkeiten von Ubuntu drauf. Das heißt, zuerst macht man ein Apt-get-install von allen Komponenten, die Yocto an sich braucht. Das ist natürlich dokumentiert auf der Yocto-Webseite. Du gibst nämlich pro Distribution eine Liste von Paketen, die man vorinstallieren sollte. Dann machen wir uns unseren eigenen Ordner. Den nennen wir einfach Raspberry. Und dann klonen wir uns darin drei Layer rein. Einmal Poki, einmal Meta Open Embedded und einmal Meta Raspberry. Ich gehe daher und nehme jeweils die Branch Dunvel. Das ist das aktuelle Yocto-Release. Das ist auch auf der Yocto-Webseite zu sehen, was ist gerade das aktuelle Release. Man kann natürlich auch die Master Branch verwenden, aber wir gehen einfach mal sicher und nehmen einen Stable Tree, weil es kann aber sein, dass Master nicht geht.
Dann sourcen wir uns das Bild, Environment und geben an einen Ordnernamen, wo dann der Bild passieren sollte. Und dann müssen wir uns selbst die Datei bblayers.conf anpassen. Also gerade dafür das .conf. Und in der Datei bblayers.conf fügen wir dann jeden einzelnen Layer ein. Also da schreibt man den vollen Pfad rein. In der Datei local.conf definieren wir das lokale Bild-Environment. Da können wir alles auf Default lassen. Nur setzen wir da Maschine auf Raspberry 4. Und dann starten wir Bitbake mit dem Parameter Core Image Base. Also das Core Image Base ist einfach das minimale Basis-Image vom Poki. Und dann wird Bitbake je nach Rechenleistung eine Stunde oder einen Tag brauchen, bis er alles gebaut hat. Weil er geht wirklich her und baut alles. Der fängt an mit Runterladen und baut den Cross-Compiler und baut alles durch einmal. Also auf meiner besten Bildmaschine braucht es ungefähr eine Stunde, aber so auf einem Desktop-PC, da kann man sich inzwischen einen Kasten Bier aufmachen. In der Standardkonfiguration von Meta Raspi ist der Image-Typ wik.bz2. Also wik ist ein eigenes Beschreibungsformat für Images von Yocto und das schreibt man an mit dem Bmap-Tool. Das ist dabei bei den Bmap-Tools. Man kann aber einfach auch verwenden das X-Image oder sonst was. Wenn man in den Image-Ordner schaut, wo dann das WIC-File liegt, da liegen dann auch noch andere Dateien, zum Beispiel einmal ein Tarball vom gesamten Root-FS oder einmal auch ein X-Image, je nachdem, was man konfiguriert hat. Aber in der Standardkonfiguration fällt raus, dass WIC ein X4 und ein Tarball, wenn ich mich nicht täusche. Nun die Frage, woher habe ich jetzt gewusst, welche Layer ich brauche? Woher habe ich denn gewusst, welcher Maschinenname und zum Teufel alles? Keine Panik. Man fängt an beim BSB-Layer. Wir haben gewusst, wir haben ein Raspberry 4. Dann haben wir mal gegoogelt nach Yocto und Raspberry und sind darauf gestoßen, es gibt einen Raspberry Meta-Layer. Und der Raspberry Meta-Layer hat zum Glück ein README-File. Und alle die Kommandos, die ich hier geschrieben habe, kommen aus dem README-File. Das ist generell so eine Sache. Dann, dein BSB-Layer ist der Anfang. Manchmal bekommst du den schon vom Hersteller, von deiner Hardware, von Contron, von Phytech und wie sie alle heißen. Die haben auch Layer und die sind alle in der Regel sehr gut dokumentiert. Und da steht drinnen, du brauchst folgende anderen Layer. Wir haben, standardmäßig haben wir folgende Images, wir haben folgende Maschinen und da fängst du an. Das heißt, bei denen ihre Layer-Doku, da bekommst du gesagt, wo es losgeht. Ja, das hätte ich auch dann später interaktiv gezeigt. Im Layer gibt es natürlich mehrere Config-Files und gerade die Maschinen-Config-Datei, die ist spannend, weil da lernt man nämlich, was bei dem Layer besonderes ist. Und eben wie gesagt, was halt im README-File ist, das sind vorher die Kommandos. Und da geht's los. Wir können aber auch mal spaßhalber unseren eigenen Layer machen. Den nennen wir einfach Meta-Layer. Und zwar, da machen wir einfach einen neuen Ordner, der heißt Layer. Drinnen auch einen Lernordner namens Conf. Und in diesem Conf-Ordner muss dann eine Layer.conf abgespeichert werden. Und da müssen folgende Zeilen rein. Das ist im Grunde immer dasselbe, außer dass man einmal den Namen vom Layer selbst angehen muss. Also hier halt Meta-Layer. Und wir müssen sagen, mit welchem Release vom Yocto sind wir denn kompatibel. Hier sagen wir einfach Dunfell. Das ist auch wichtig, wenn ihr einen fremden Layer runterladet, dass ihr dann schaut, womit ist denn der kompatibel. Weil manche Layer sind nur mit relativ alten Yocto-Releases verwendbar oder man kann nur mit den ganz neuen und da muss ein bisschen aufpassen. Wir können auch unsere eigene Distribution generieren. Das heißt, hier wieder in unserem Meta-Layer lege ich einen Ordner an namens Distro und eine Datei namens layer.conf. Und da sieht es jetzt, ich erbe von Poki. Das heißt, ich nehme die Distribution Poki und ändere sie nur ab. Ich, Maintainer bin jetzt ich, mein Café, neuer Name, neues Release. Und ich gehe schon her und tue Distro-Features auswählen. Jetzt, wenn ihr denkt, okay, Distro-Features, was ist das? Wir wissen, das kommt aus Poki, also Poki-Doku lesen, in der Poki-Doku lesen, was macht die Variable Distro-Features und dann weiß man, da kann man ja auswählen, was die Referenzdistribution Poki denn so an Features mitliefert. Kann man sagen, ich will zum Beispiel haben, oh, SystemD.
oder auch nicht. Kann man drüber streiten. Dann sage ich, ich will weder Bluetooth noch 3G noch NFC zum Beispiel. So, ich muss ein bisschen beeilen, ich habe keine Zeit mehr. Ganz kurz noch. Wenn wir es auch unser eigenes Image haben wollen würden, dann vererben wir wieder vom Core-Image minimal und einfach nur die Paketauswahl ändern. Es gibt hier mehrere Paketgruppen und sonstiges und wir sind jetzt hier und definieren eine neue Variable namens AirPyStuff und sagen, das hätten wir auch noch gern drinnen. Dann gibt es auch noch Image-Features und wir sagen, ja, wir hätten gern am finalen Image auch Package-Management. Das heißt, es werden die Tools installiert, dass wir später selbst Pakete nachinstallieren können. Ein apt-get oder ein DNF, je nachdem von unserer Pakettype, die wir ausgewählt haben. Und dann gehen wir her und setzen in der local.conf-distro von Bokri um auf Layer und starten Bitbag-Layer-Image. Das war's dann. So, ich rede jetzt noch 2 Minuten über Best Practices, dann machen wir Fragen. So. Ihr habt euch vorher sicher gewundert, warum ich da manuell irgendwelche Layer klone, Config-Files erstelle und so Zeugs. Das ist sehr umständlich. Ja, ist es auch. Das macht man in der Regel entweder mit seinen eigenen Skripten, dass man ein Skript hat, was einen die Layer runterladet, die richtige Version auslegt und konfiguriert. Oder man verwendet ein fertiges Tool, zum Beispiel das KAS. Im KAS wird zum Beispiel die gesamte Yocto-Konfiguration, also Layer und dergleichen, in einem YAML-File abgespeichert und das KAS macht den Rest für dich. Hinten habe ich einen Link zu KAS, das ist ein ziemlich cooles Tool, kommt von Siemens, ist super. Ändert niemals, niemals, niemals bestehende Layer, immer nur eure eigenen Layer ändern. Also wenn ihr etwas im Layer Poki ändern wollen würdet, macht es nicht, dann macht ihr was falsch. Außer ihr habt im Poki selbst einen Bug gefunden, dann dürft ihr Poki ändern, aber dann bitte auch den Bug melden. Ich empfehle sonst auch immer, dass man Yocto in einem Docker-Container baut. Das hat folgenden Grund. Yocto ist immer nur getestet mit einer bestimmten Menge an Linux-Distros. Zum Beispiel das ganz aktuelle Ubuntu, das ganz aktuelle Fedora. Und es kann sein, dass je nach Distribution, die du verwendest, das gerade nicht baut. Da hast du irgendwelche obskure und undebugbaren Bildfehler. Da sage ich immer, bei größeren Kunden und Projekten, unsere Referenzdistribution ist zum Beispiel Ubuntu 18 und dann hat jeder einen Ubuntu 18 Container und baut drin Yocto, weil somit schließt man mal schon obskure Bildfehler aus. Dann, wenn man sich sein Linux komplett selbst baut, muss man viel Source Code runterladen. Und wenn man viele Yoctos hat, dann wird viel Source Code runtergeladen. Man kann in der local.conf ein Download Directory angeben, wo diese Downloads gesammelt werden und das kann man auch teilen. Zum Beispiel bei uns in der Firma haben wir auf jedem Bildserver ein gemeinsames Download-Directory, wo von allen Yocto-Projekten alle Downloads gesammelt werden. Die kann Yocto selbst verwalten. Da geht auch Concurrent Access. So kann man sich Speicher sparen. Ja, wie gesagt, immer vom Bokri erben und du wirst auch immer vom Core-Image erben. Hier noch die Liste für Doku. Zu den wichtigsten Dingen, die ich gesagt habe. Und jetzt würde ich gerne ein paar Fragen beantworten. Und wie gesagt, ich bin jetzt anschließend noch im Jitsi-Raum Yocto und würde euch gerne ein paar Dinge zeigen oder auch größere Fragen beantworten. Danke. Ja, bis jetzt sehe ich im IRC noch keine Frage, aber ich denke, bei der Live-Demonstration, das habe ich gleich mal falsch geschrieben, werden sich dann sicher noch ein paar Fragen ergeben. Ja. Wie erwähnt, im Jitsi soll es schon einen Raum namens Yocto geben. Ich sehe ihn noch nicht. Ah, da muss ich schauen, ob ich da nur lokal ist. Der Link wäre eben, das ist jitsi.linuxtage.at/yocto. Ah ja.
Genau, ich sehe, da sind auch schon zumindest zwei Leute. Gut, dann gehe ich jetzt her und wechsle ins Jitsi rein. Genau, gibt es noch eine Frage? Fragen? Also schön. Wie kommt man in den Jitsi rein, Jokto, die Frage. Genau, also einfach jitsi.linuxtage.at/Jokto, beziehungsweise man sollte es auch sehen, es sind schon ein paar Leute online. Genau, Distribution habe ich. Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, für alle, die noch eine Live-Demonstration sehen wollen, jitsi.linuxtage.at/Jokto. Und dann möchte ich noch herzlich dem Richard Weinberger danken für diesen tollen Vortrag, wo man wirklich eine schöne Übersicht, denke ich, bekommen hat und einen Startpunkt, wo man dann anfangen kann. Ja, danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss.